Hier ist wieder euer Monkey Giraffe und nun der dritte Part mit dem WT auf R100. Nochmal Replays für euch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei ihnen. Und ich würde mir sogar wünschen, dass dieser Panzer vielleicht mit etwas Abänderung wieder zurück auf die Live-Server finden würde und jetzt nicht nur zu diesem Event, weil ich finde, ich habe doch etwas Spaß mit ihm und ich hoffe doch, dass man ihn vielleicht wieder mal gewinnen kann, beziehungsweise dass Wargaming auf die Idee kommt, dass sie Marathon macht, wo man unbedingt die Kapitel durchspielen muss im gewissen Zeitraum. Auch damit es Leute schaffen, die nicht so viel spielen können, halt bei 3 Wochen, aber auch mit den 10 Abschnitten. Und wer ihn dort gewinnt, kann ihn dann auf den Live-Server in Randoms fahren. Das wäre eigentlich noch was ich sehr gut finden würde. So, auf der Siegfried-Linie beginnt nun die erste Runde des dritten Videos des Waffenträgers auf E100. Auch ein 10er-Only-Battle. Ich wusste auch nicht ganz genau, was der Stritzwagen Nord 3B hier machen möchte. Wird, dass es deswegen ab und zu mal so ein bisschen spielt. Im Spiel hat man es gar nicht so gemerkt, dass es ja gut aussieht. Wir sind bewegungsunfähig. Kette wieder funktionstüchtig. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's! Eventuell für später. Laut Minikarte standet da Waffenträger auf E1. Falls mal noch aufgegangen ist. So, steht 4-1. Bis jetzt 195 Schaden vom E100 auf der Habenseite.
So, da ja im Westen nichts weiter aufgeht und der EBR schon mal nach hinten losgefahren ist. Und die zweite Runde ist auf Westfield entstanden. So, da muss der E100, hat erst gewartet, bis das Motor vorbei ist. Deswegen muss ich auch gespawnt. Da man ja so lange Nachladezeit hat, spielt dann auch manchmal ein bisschen mit der Kamera rum, weil es besser zu tun. So, ich stelle mich hier ein bisschen in die Mitte der Karte. Vorbereitet. Dort Skoda TS27 konnte mich treffen. Auf der anderen Seite. Und der Minotaurus macht auch einen Kunstschuss durch das Tor.
Also ich habe das auch schon probiert, ich habe das noch nicht einmal geschafft, dass ich da durchgeschossen habe. Erschöpft. Ja, vielleicht habe ich auch mal das Glück. Aber ein Magazin, zwei Gegner, 2213 Schaden, 589 Unterstützungsschaden, da ich ja die Kette vom ER Phase 1 kaputt gemacht hatte. So steht 5:2, 5:3. HP-technisch noch relativ ausgeglichen. Jetzt sind wir gerade mal kurz im Minus. Ich weiß nicht, wie er stande, wo er stande, dass er da durchschießen konnte. Ich krieg irgendwie nichts. Schütze, wie auch immer er es gemacht hat. So ist der Pick 34, tut uns ja leider nicht gefallen, wieder zurückzufahren. Schaden vorne. Ja, wenn man so rote Rücken hat, dann kann man auch Schaden aufbauen, solange der Gegner auch nicht gleich einpusht, sodass man auch gleich aus dem Leben rauskommt. Dem er mich von der anderen Seite getroffen hat, wenn er es war, weil es ja zwei von der Sorte im Spiel. Ja, das kam auf alle Fälle zurückgeschlagen, wenn er es war. Erst gedacht, dass der Skoda T27 jetzt unser Artis pushen wird. Deswegen habe ich mich so positioniert, dass ich ihn abnehmen kann. Aber er kam nicht. Ich meine, man kann auch mit den 4049 Schaden ja schon sehr zufrieden sein. So, unser 53 TP und unser 8er Heavy hat sich schon überlegt, ins Cap zu fahren, obwohl noch 2 8er übrig sind.
schon von mehreren aufgefordert, dass er doch das Captain sein lassen soll. Wo ich auch voll dafür gewesen wäre, weil bei 2-8ern muss das nicht gemacht werden. Wir haben deutlich mehr Kanonen und deutlich bessere Feuerkraft als 2. Geht noch voll HP ist. Glaubert ist Gotha. Ich überlegt, stell mich jetzt hierher. Das sehe ich auf alle Fälle, wenn sie kommen. Das heißt, wenn sie aufgemacht werden, kann ich dann bestimmt auch auf sie schießen. Ja. 53 TP tut leider durchcappen. Hadenkreuz geht zu weit auf, bis ich schieße. Ist die Runde bald. Skoda T27 hätte ich noch gerne rausgenommen. Aber unser 53 GP konnte es ja nicht lassen. Er musste unbedingt durchcappen. Und damit verabschiede ich mich zu den Gefechtsergebnissen, die wir uns jetzt noch fix anschauen werden. So, die erste Runde im dritten Video vom Waffenträger auf E100 war auf Siegfried-Linie. Das war dritter Klasse, da auch nur 1962 Schaden gemacht, aber dafür 3 Kills diesmal. 748 Basiserfahrung, 9-mal geschossen, 5-mal getroffen, 5-mal penetriert. Und haben auf über 300 Meter genau 1100 Meter Schaden gemacht. Und da keine persönlichen Reserven oder sonst irgendwas an waren, habe ich auch nur einen Plus von 1934 Credits gemacht. Die zweite Runde war auf Westfield, auch dritte Klasse, Tank Sniper Medaille. Diesmal haben wir auch 4049 Schaden gemacht, 2 Kills. Damit hatten wir auch einen Top-Schaden in dieser Runde, 746 Basiserfahrung, 9-mal geschossen, 8-mal getroffen, 7-mal penetriert und haben 2889 Schaden auf über 300 Meter gemacht. Und haben ein Plus diesmal von 46.261 Schrittes gemacht. Wenn euch auch dieses Video mit den 2 Replays gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne ein Like da. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.